So, herzlich willkommen zu Let's Play Warhammer 40.000 Space Marine. Ja, ich bin hier der Locke, neu auf Sanchez Gaming Kanal. Ich war vorher bei Ghost Gaming, beziehungsweise bin es immer noch, aber wir haben uns entschieden, jetzt gemeinsame Sachen zu machen, weil es einfach mehr bringt. Wenn das zwei oder drei oder mehrere Leute halt machen, mehr Abonnenten und Klicks, sprich, im Endeffekt auch ein bisschen mehr Geld. Auch wenn wir uns noch bei den Cent beträgen müssen, aber das ist ja erst der Advent. So, nehmen wir hier erstmal leicht. So, jetzt dürfte ein Vorspann oder sowas kommen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel anderes suchen. Guckt es euch erstmal an. Captain Titus, die Orks haben die Armee in der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die Titanen Kriegsmaschinen sind. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Vanderhoek-Lanze von Jove kehrt zur Startrampe zurück. Das ist Ihr Plan. Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht, bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes. Bleiben Sie dran. Jetzt geht's ab. Thank you.
sorry. Option. Ich wollte doch mit Controller spielen. Was ist das denn? Ihm ging's denn noch? Kampfsteuerung. Kettenschwert, oder? So. Jetzt geht's mit Controller. Was ist das denn? Also das Spiel macht jetzt schon richtig. Wahrscheinlich gegen meinen Controller gerade nicht, weil ich ihn mit einer Tastatur dran hatte oder so. Genau wie man hier spricht. Ah, jetzt zurück.
Alter, mit dem Schiss wahrscheinlich den Fett gar nicht. Ah, verstehe. Aha, das Orkschiff. Ade. Bislang hat das Spiel gefangen. Da haben wir doch schon mal ein bisschen ruhig, das ist schon mal. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Alles sind drin. Hm. Die Orks, die habe ich ordentlich platt gemacht, ne? Das ist gut. Ah, verstehe. Das war so ein kleines Intro-Ding sozusagen. Captain Titus, bitte kommen. Die Orks haben mich vom Kurs abgebracht. Nein. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Da treffen wir uns dann. Kapitel 2. Okay. Ich denke mal, ich muss hier lang. Tötet sie alle! Da. Da waren Orks, meinte ich. Oh, wie süß, ein paar Orks. Oh, wie die weglaufen. Reload. So. Mann, sind da Menschen so groß geworden, Space Marines! Oh, wie süß. Öffentliche Störungen werden nicht verletzt. Komm her. Leicht okay. Zugriff autorisiert. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Wollte Fragestellen. Ah, okay. Was gibt's hier denn noch so an? Gibt's hier noch irgendwie? Hier lang, Boys. Ich töte ihn als Erster. Komm, hol mich, Space Marine. Das war's dann. Tja, sie wollten, dass ich sie töte. Also habe ich das auch gemacht. Das sind nicht so hart. Da oben. Der Mensch ist alleine. Ja, und bin ich alleine. Ich meine, ich war auch alleine gehalten. Wow. Oh, wie gemein, die haben uns auch. Captain, vernichtet sie! Space Marines! Ist mehr nötig, um Nord. Ah, hier ist noch einer von den Space Marines. Oder was das hier? Eine Fremde! Stimmt, ich kann machen. Da kommen sie! Da lang! Da kommen da nicht raus! Das ist die Waffenkiste? Ah, bitte. Da oben ist auch noch einer. Ja, das dürfen alle. Ach, da hinten. Boah. Wow.
Scheiße. Da sind ganz viele von den Kack-Orks unterwegs. Mies. Krise. Ja, wie es übertreibt, ey. Sind Sie verletzt? Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandras. Da hat er nicht ganz unrecht. Ja, immer diese Leute. Feind in Sicht! Zack. Boah. Ganz Armee. AK4. So, jetzt rushen wir hier mal durch. Da! Ja, nee. Links. Ah, okay. Schaffen wir es zum Geschützkern? Sidonus hat Übertragungen der imperialen Armee empfangen. Sie haben im Schatten dieser Kanone überlebt. Ich will wissen, wie. Das will ich auch wissen. Weiterschießen! Weiterschießen! Zeit zu sterben, Menschen! Tötet alles in der Wucht! Erheben Sie sich. Sie haben sich gerettet. Wie ist Sie vertraut? Das wären wir auch, mein Lord, wenn da nicht der Leutnant gewesen wäre. Wo finden wir diesen Leutnant? An der Frontlinie. Folgen Sie dem Grabennetzwerk zum Kommandobunker des Leutnants. Yo, Bro. Machen Sie weiter. Wir treffen uns mit Sidonus. Dann suchen wir den Leutnant. Wir brauchen neue Informationen über die Batterie. Okay. Dorthin durch, meine Lords. Zur oberen Ebene raus und über den Plaza. Weiter. Der Bunker ist dahinter. Bemerkenswert. Ein paar hundert gegen eine Million Orks. Und sie kämpfen weiter. Nur ins Tod. Nein, jetzt. Weg! Meine Beine. Ich spüre meine Beine nicht. Ich durfte noch einen Space Marine sehen. Gott Imperator, wache über jene, die in deinem Namen kämpfen. Die Jalousie von dem Typen ist auch nice. Captain, ich bin bei den Wachlinien und einem Monument in Stellung. Okay, Bro. Dann komm ich damit. Quoten müssen erreicht werden. Trotz der Alien-Invasion. Säumnisse sind ein Affront gegen den Maschinen. So, erledigen wir doch mal nochmal ein paar Orks. Upsala. So, da bei meinem Kollegen. Sergeant, wie ich sehe, haben Sie eine Beschäftigung gefunden. Keine Sorge, Captain. Ich habe Ihnen ein paar Orks übrig gelassen. Die Orks verteidigen das Geschütz sehr gut, keine Frage. Aber typisches Ork-Verhalten wäre, das Geschütz zu zerlegen oder zu zerstören. Und sicher nicht, um es gegen unsere Männer einzusetzen. Dahinter steckt eine Strategie.
Ihr Anführer ist kein Narr. Dieser Tag wird langsam interessant. So, dann. Ich sah den Ork während unseres Sprungs zur Oberfläche. Das ist wohl das Ork-Schiff, das hier abgestürzt ist. Hat er überlebt? Wenn die Horde sich nicht selbst bekämpft, wird sie noch von ihm geführt. Das... Oh, nice. Ich bin da davon. Wie langweilig dich, oder? Tötet das Space Marines! Mal zielen soll wir derzeit, ne? War anscheinend richtig. Sie ist auf den Screen. Oha. Reload. Das ist ja miese Digga, ey. So, ich rushe einfach mal durch. Nein, nein. Oh, das war ein ganz gutes. Aufpassen, Landungsschiff! Ja, und Landungsschiff. Sehen ja schon so ein bisschen zusammengeschustert aus, die Ork-Schiffe. Oh, Munition. Hört nie auf! Na, kann ich wohl so Bam! Kettensäge, Massaker! Das macht so einen Spaß mit dieser Säge! Oh, genau, ein bisschen Gulli. Oh, es geht nur noch mal. Jetzt Nahkampf. Da war ein Leck. An der nächsten Station mache ich auch erstmal einen Cut. Landungsschiff im Anflug! Oha, da jetzt kommt noch mehr auf. Na, Gott! So. Regelt man das. Oha, kommt jetzt der Boss oder was? Okay, komm näher hin.
Oha! 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 Space Marines, vielen Dank. Ja. Wir dachten, wir wären erledigt. Wo ist Ihr Kommandant, Soldat? Drinnen, aber die Tür ist zu. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee, wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. Space Marines. Und jetzt? Da runter. Meldung vom Zweiten. Noch eine Horde Grünhäute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gurt hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauds Kehle gesteckt. Verstärken Sie die Stellung. Halten Sie die Linie. Und bleiben Sie am Leben. Ja, eine Perle. Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? Zwei. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Da ist wohl nicht so geil gelaufen. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. So, das war's dann auch erstmal. Mit Let's Play War Hammer 4000 Space Marine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.